Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe, heute am Mittwoch, dem 31. März 2021. Ich möchte an dieser Stelle pünktlich zum Quartalsabschluss nochmals einen Blick auf den übergeordneten Wochenchart des amerikanischen Dow Jones werfen. Wir sehen weiterhin, wie sich die Lage zuspitzt, geschweige denn hier dargestellt verkeilt. Wie eben skizziert, hatte ich schon des Öfteren in den Raum gestellt, dass eben mit der Kombination aus der obigen charttechnischen Konstellation und einem unteren Trendbruch des RSIs es zu einem stärkeren Impuls zur Unterseite kommen dürfte. Das Szenario ist und bleibt auch für mich intakt, denn natürlich, wir haben eben erstens noch nicht den Trendbruch vorliegen und mit dem Trendbruch dürfte sich eben erst diese Dynamik entfachen. Das würde weiterhin passen zu einem auch saisonal eher schwachen Quartal. Und ich bin gespannt, ob sich eben dann zumindest die erste Korrekturwelle in Richtung 31.200 Punkten in den kommenden Handelswochen durchsetzen wird. Denn auch beim Technologieindex Nasdaq haben wir ja noch weiterhin das Szenario intakt. Es tut sich unterm Strich derzeit einfach nur nicht viel. Die obere Begrenzung ist und bleibt 13,3. Das war ja eben der Hochpunkt der Gegenbewegung und solange dieser nicht überschritten wird, welcher eben wenn zur Folge hätte, dass der Index nochmals bis 13,8, 13,9 ansteigen könnte, aber solange dies eben nicht der Fall ist, steht die Möglichkeit weiterhin im Raum, dass der Index nicht nur nochmals sein letztes Tief austestet bei rund 12.200 Punkten, nein, sondern auch die 200-Tage-Linie aus dem Tageschart heraus anläuft. Dann, wie geht es weiter bei Tesla? Seit dem Rutsch unter die Kursunterstützung von rund 800 US-Dollar kam es ja hier eben zu dem Verkaufssignal. Daraufhin sahen wir den ersten Kursrücksetzer auf die 100-Tage-Linie Gegenbewegung. Weiterer Kursrücksetzer wieder Gegenbewegung. Und ja, wie Sie wissen, verfolge ich weiterhin im übergeordneten Zeitfenster bei Tesla ein potenzielles Kursziel von bis zu 500 US-Dollar, denn ich glaube, dass das mit einem Rücksetzer auf die 200-Tage-Linie auch der Tesla-Aktie wieder hier ja gesundes Potenzial geben könnte für einen weiteren mittelfristigen Kursanstieg. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.